Erstmal das Allerwichtigste, dass es Clara sehr, sehr gut geht, kaum Symptome hat. Von daher war es natürlich eine Nachricht, mit der wir alle überhaupt nicht gerechnet haben und die natürlich im ersten Moment immer ja, blöd ist. Das ist ja völlig klar, weil man denkt dann an die Spielerin, die sich so viel vornimmt, die aufsteht und ja nicht so ein Ergebnis haben möchte. Von daher hat uns das erstmal alle schon ein bisschen stiller gemacht. Und jetzt haben wir dann aber auch schon mit Clara gesprochen und wissen einfach, es ist so. Wir wussten vorher, das kann passieren und sehen das jetzt als die nächste Herausforderung an und werden versuchen, im Turnier zu bleiben, um der Clara ein bisschen Freude zu bereiten. Ja, also ich kann da nur für mich sprechen. Für mich ist es schon, wow, es ist ein Halbfinale, weil die Atmosphäre einfach eine komplett andere ist. Und selbst die Atmosphäre im Viertelfinale war schon eine komplett andere als noch in der Gruppenphase. Aber ich denke, wir haben die Herausforderungen alle angenommen auch. Das ist ein Halbfinale bei der EM gegen einen Gegner, der erstmalig dort ist und sich ganz, ganz viel vorgenommen hat, der für mich von Anfang an mit zu den Turnierfavoriten gehört hat. Wir haben immer gesagt, es sind viele Teams, die, wenn sie in ihre Leistungsfähigkeit kommen, das Turnier gewinnen können. Und vier davon stehen jetzt im Halbfinale. Und von daher ja, gehen wir es genauso an, wie Obi gesagt hat. Ich kann, glaube ich, eins versprechen. Wir werden morgen, egal wie das Ergebnis dann aussieht, vom Platz gehen. Und wir werden sagen können, wir haben hier alles gegeben. Und wir wollen aber so viel geben, um natürlich auch dieses Spiel positiv vom Ergebnis her zu bestreiten.